Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to Lovo 2 mit den Seleukiden und der Tier-Challenge. Ja, erstmal tut mir voll leid, dass die letzten Folgen so mit der Qualität unten waren. Das ist mir, also ich mache gerade wieder eine Aufnahmesession, also die letzten 5, 6, 7. Ja, einige der letzten Folgen nehme ich jetzt heute am Stück auf und mir ist gerade aufgefallen, dass ja, ich die Renderqualität, also die Aufnahmequalität skaliert habe auf 936. Das ist halt die Qualität, in der ich streamen kann. Genau. Ja. Also ich kann nicht auf 1080 streamen wegen Twitch, weil ja, ich so klein bin und so nur die etwas größeren können dann so in 1080 oder höher streamen. Auf jeden Fall, ja, das habe ich vergessen zu ändern und deswegen waren die ganzen anderen Let's Plays jetzt oder die anderen Folgen jetzt auch in 936 und dementsprechend qualitativ bisschen schlechter. Es tut mir leid. Genau, auf jeden Fall jetzt die nächsten werden jetzt wieder normal, in normaler Qualität. Gut, also Galadien greift uns an. Du, das finde ich sehr schön. Da dürfen wir eigentlich keine Schwierigkeiten haben. Auch wenn er ja, also es sind da, also das wäre komisch, wenn wir da Probleme bekämen. So. Und vor allen Dingen, hallo, wir haben eine vollständige Armee hier. Ist alles andere als schlecht. So. So, warte, ich mach mal. Und die beiden kommen hier hin. So. Da kommt Infanterie bereit. Gut, und die komplette Armee kommt hier hin. Warte, die Elefanten kommen hier hin. Streitwagen wäre eigentlich auch nice, wenn die hier wären. Und die Kavallerie kommt auf die diese Seite. So. Die müssen den Verstand verloren haben, gegen uns anzutreten. So. Bin mal gespannt, ob er hier hin geht oder hier hin. Was wäre für ihn das Gescheiteste? Ich glaube, hier eine Mauer aufbauen und dann versuchen, hier durchzubrechen. Unser General wird angegriffen. Ja, greift auf jeden Fall schon die richtigen an. Einfahrt!
gehe jetzt mal einfach mit den Streitwegen durch. Ich versuche einfach mal durchzukommen, mal schauen, ob ich es schaffe. So, die sind jetzt stecken geblieben, was klar war. So, die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. So, aufhören bitte. Ja, nun, also das war doch sehr. Ja, naja, nun. Das, ja, wie gesagt, also die Einheiten, die er jetzt da hatte, waren. Das waren Level 1 Einheiten, also quasi die Einheiten, die man ohne etwas, also ohne ein Gebäude zu haben, baut. Ohne Gebäude zu bauen, kann man die einfach so rekrutieren. Also. Ja, gut. Das war ein lustiger Sieg. Alter, 776. Aber bei solchen kann man halt auch einfach mit der mit den Wagen durch Streitwagen, mit den drei Streitwagen durchfahren. Habe ich Wägen gesagt? Streitwägen? Das stimmt nicht. Gut. Auf jeden Fall. Alter, ich habe die halt komplett vernichtet, ne? Not bad. Not bad at all. Gut, der nächste. Tja, nun. Ja, ihr könnt es auch skippen, wenn ihr wollt. Es ist halt immer das Gleiche, leider. Aber es ist halt zu lukrativ, sag ich mal, das einfach so in der Konstellation zu belassen, weil es funktioniert halt. Es funktioniert sehr gut. Es funktioniert halt wirklich gut. Vielleicht ein bisschen. Ja, gerade hattest du. So. Wo sind sie? Da sind sie. Na, Kampftruppen erwarten Befehle. Okay. Wir erwarten eure Befehle. So, wieder die beiden kommen da rüber. Und die beiden kommen hier. Wir erwarten eure Befehle, mein Herr. So. Dann let's go. Damit. Na gut. Kriegen natürlich nicht ab. Ärgerlich. Unser General wird angegriffen.
Ja, das ist hier ein bisschen dumm. Unsere Einheiten ist der Raserei. So, bitte weiter rein. Das ist jetzt, den versuchen wir mal wieder in die Falle zu locken. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Und du hältst mal auf damit. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. War sehr gut, die haben aufgegeben. Super. Dort ist super. Schneidet sie in Stücke. Wie lauten eure Befehle? Die Männer wanken. Fertig, so. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wo sind die? Da sind die. Okay, gut. Also, das ist auch praktisch, dass der jetzt herkommt. Gut. Ja, wie gesagt, die ganzen Fernkämpfer sind halt nervig. Sind da fast tot, aber warum? Komisch. Das ist komisch. Naja, so ein bisschen noch ausdünnen hier. Und dann hat sich das. Ja. Ja. Gut. Naja. War dieses Mal nicht so erfolgreich, aber naja, wir haben gewonnen. Das passt schon. Das passt schon. So, wieder freilassen aus Geldgründen.
Wir haben ja immer noch den, wir sind ja immer noch bankrott. Das ist echt krass nervig. Einschüchterung der Opposition, Banditen vor Ort haben wir. Ja, ich verweigere das. Ja, es kam das Beben. Das Ding ist, also wenn man es annimmt, also wenn man quasi annimmt, dass die Banditen einem helfen, also quasi die Gegner einschüchtern, dann ist das ja immer so, dass es dann rauskommt und alle sind beleidigt und sind sauer auf einen und man bekommt Mali, und wenn man es nicht tut, dann macht es der andere aber. Also dann machen es die die Opposition, und ja, dann passiert halt nichts, ne? Also das ist immer so ein bisschen nervig. Okay, genau, hier ist Ägypten. Sehr schön. Ja, nun. Natürlich komme ich dahin nicht hin. Ich weiß nicht, ob der innerhalb von einer Runde hier runterkommt. Jerusalem hat halt schon eine relativ große Garnison, genau. Eine Pikeniere, zwei Heerbanner-Pikeniere, also drei. Und Bogenschützen haben die auch. Okay, aber die haben auch Elefanten und Pikeniere. Ich glaube, ich gehe mal so hin. Weil wenn ich dann auch noch einen Elefanten habe, ich glaube, dann kann er es nicht schaffen. Oder hat zumindest ein bisschen Probleme damit. Okay, mit der, Alter, die vier Pikiniere, ne? Aber die kann er. Ja, die könnte er auch einnehmen. Aber nicht, wenn die mir helfen. Aber das weiß ich ja nicht, ob die das machen werden. Ich kann ja so hingehen. Einfach damit ich hier in der Reichweite bin. Aber, also, dass ich beide erreichen kann. Ich glaube, das ist am besten. Gut. Okay, gut. Der bekommt noch was. Der hat es auf jeden Fall verdient. Kann ich euch helfen? Schneller, jemand versucht. Pontus. Guten Tag.
Guten Tag, Pontus. Das dachte ich mir, okay, also, was hast du denn? Japaner Speerkämpfer. Elefanten, Pikiniere, zum Glück nur drei. Königliche Peltasten sind halt auch gut. Ägyptische Infanterie ist so lala. Aber ich bin zuversichtlich. Schon wieder Jerusalem, Amy. Jerusalem ist so ein Knotenpunkt. Also wenn die Falle zuschnappt, ist es gut. Okay. Andere Frage, welche Falle? Bisschen problematisch hier. Aber so ist es doch gut. So. Und die so. So lasse ich's. Gut, weil dann können nämlich die ganzen Fernkämpfer von hier aus wunderschön runterballern. Richtig schön runterknattern. So. Dann habe ich noch einen. Den haue ich mal hier hin. Nahkampf-Mob-Infanterie durch hier hin. Was habe ich dann noch? Warte, wie will er das einnehmen? Das kann man gar nicht mehr einnehmen. Das kann man nicht einnehmen. Gepanzerte Elefanten! Weil er muss das da einnehmen. Eine östliche Armee ist ein stolzer Anblick, aber der Schein trügt. Ihre Generäle sind Angeber und Händler, die lieber über Feinde feilschen, als Gefechte zu kämpfen. Also zeigt ihnen, wie man kämpft! Okay. Was ich machen kann ist, also wenn er komplett hier hingeht, dann könnte ich mit der Einheit auch außenrum hin. Tja, jetzt kommen die hier Streitwagen wagen. Aber wo soll er hin?
Wo soll er hin? Um die Fernkämpfer muss ich mich kümmern. Weil der hat nur zwei, ne? Nur zwei Steinschleuderer. Das sind auch noch. Und hier kommen die Elefanten, aber es sind nur solche. Ich gehe mal außen rum. Die Bogenschützen, ne? Die sind das ist immer der Knackpunkt. Gepanzerte Elefanten! Unser General wird angegriffen! Sehr schön, das jetzt auch. Zu euren Diensten. Ja, jetzt muss ich mit denen zurück und hier unterstützen. Das ist jetzt blöd. Ist in Raserei geraten. Na gut. Warte, hier, ihr geht dahin. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, das ist halt immer nervig mit der Raserei. Sehr schön. Männer wanken. Das stört halt noch, aber ich muss jetzt schauen, dass ich hier in den Rücken komme. Gepanzerte Elefanten. Ah, bist du wieder bei dir? Sehr schön. Dann geh mal hier hin. Dann versuch mal in den Rücken hier reinzukommen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Oder auch nicht. Seine Pikiniere sind halt einiges besser. Die sind einiges besser. Gepanzerte Elefanten!
Und ich kann meine ein bisschen dummen Elefanten jetzt rennt. Was hat er schafft? Ihr habt gar nichts getan, ihr Tippen. Ich kann meine wunderbaren Elefanten, die ich extra aus diesem Grund geholt habe, kann ich echt nicht benutzen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Beziehungsweise sehr doof, weil jetzt haben die alle keinen Bock mehr. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja gut, ich dachte ehrlich gesagt, dass das kein Problem ist. In meinen coolen Bogenschützen. Gepanzerte Elefanten! Aber der hatte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Sehr gute. Das ist ein schändlicher Anblick. Der hatte echt eine sehr gute Aufstellung hier mit seinen Pikinieren. Also echt gut. Da drüben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schlepp. Passiert auch nichts mehr. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schlepp. Gut. 720 hat er trotz allem geschafft zu töten. Muss man sich ja vorstellen, der hat ja eigentlich nichts gemacht. War aber sehr knapp. Also sehr knapp, also war eigentlich klar, dass ich es nicht schaffe. Also mir war es relativ klar, dass ich es nicht schaffe, als ich mit den Elefanten nicht durchgekommen bin. Der wurde ja einmal angeschossen und schon ist er geroutet. Ein kleines Weichei. Naja. Ja, Jerusalem wieder gefallen. Und da kommt Athen. Aber Thea fängt an zu plündern. Ach. Und ich dachte eigentlich, dass... Mein Herr bietet euch Frieden an. Morgen schon könnte seine Einstellung zu diesem Krieg euch weitere Qualen bringen. Ja. Umsturz, Forschung auch wieder im Bankrott. Sklavenaufstand, Nabatea, Einschüchterung. Genau eben, das da. Ech. Jetzt halt alles voll, ne?
Und ich komme halt echt nicht weiter. Und Athen ist jetzt hier. Mit Hopliten und Bürgerwehr und so ein Schmarrn. Gut. Ja, ne? Ich hab mal wieder kein Geld. Mache ich lieber die schnell weg, bevor er hier irgendwie Fuß fassen kann und sich heilen kann. Genau, und ja, dann kommt es halt zum Sklavenaufstand, das ist nicht so das Problem. Wird kein Problem sein. Wieder mit 4 Pikinieren, ne? Aber der Rest ist blöd. Oder nicht wirklich gut. Okay. Gut, aber wir überziehen sowieso schon wieder. Das ist echt Katastrophe. Hallo. Ich immer überziehe. Das ist echt. Ich glaube, die. So, Rome. Ist etwas schlecht mit so, keine Ahnung, maximal 25 Erfolgen, wenn da nach 20 Minuten oder einer Viertelstunde so eine fette Schlacht kommt. Dann danach vergisst man ja das wieder. Gut, auf jeden Fall. Es ist halt so krass, wie viele feindliche Armeen hier gerade sind. Also klar, manche sind klein und hier sind nur Agenten. Hier, ja, also es sind so viele. Naja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung wegen der langen Folge wieder. Und wir hören uns und sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.